Schön, dass Sie Kanal 3 eingeschaltet haben. Wir berichten aus der Region für die Region und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung Treffpunkt Murtal. In unserer aktuellen Ausgabe berichten wir über das Public Viewing Konzept in Knittelfeld, über die Deo-Premiere in Oberzeiring und haben einen Kochtipp im Gepäck. So kommen wir schon zu unserem ersten Thema. Von 11. Juni bis 11. Juli werden 24 Nationen in der Fußball-Europameisterschaft gegeneinander antreten. Für alle Fußballbegeisterte ist das Konzept der Stadtgemeinde Knittelfeld auf jeden Fall interessant. Jedes Spiel wird live übertragen und Stadionstimmung ist vorprogrammiert. Der ESV Knittelfeld und die Stadtgemeinde Knittelfeld veranstalten ein Public Viewing zur Europameisterschaft. Einen Monat lang werden die Spiele im Knittelfelder Sportstadion live übertragen, und zwar auf einer 6 Meter mal 3 Meter Voll-HD-LED-Wall. Diese ist wasserfest und tageslichttauglich. Die Tribüne ist überdacht, es wird also bei jedem Wetter ausgestrahlt. Also kommenden Freitag, 11. Juni, muss ich sagen, ist auch mein Geburtstag, vielleicht irgendein Zeichen. 18 Uhr ist Eröffnung mit Rahmenprogramm. Der Bürgermeister wird da ein paar Worte reden. Dann das erste Spiel ist am Freitag, am 11. Juni um 21 Uhr. Danach findet in der Gruppenphase ist Start immer um 15 Uhr. Da ist 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr sind die Spiele. Wir werden immer so ab 14 Uhr dann öffnen, ja. Die Durchführung war aufgrund der Corona-Maßnahmen lange unklar. Die Lockerungen ab 10. Juni und ein Corona-Sicherheitskonzept machen das Public Viewing möglich. Genau, so wie es jetzt ausschaut, darf 750 Leute auf die Tribüne. Die hat mehr Kapazität, da kann man den Abstand einhalten. Also das heißt 750 Leute, so wie es jetzt ausschaut. Wir warten noch, vielleicht gibt es noch Lockerungen, aber derweil ist das einmal der Plan. Es ist ein First-Come-First-Serve-Prinzip, also es gibt keine Karten, es ist freier Eintritt. Wer kommt und es ist noch Platz, der kann zuschauen. Es gibt Bewirtung, es wird natürlich Einweg Gebinde geben. Es gibt, glaube ich, das Bier und so weiter, das wird alles nicht mit Gläsern, das darf sowieso nicht, sondern mit Einwegschichten. Ja, es gibt Essen, man muss halt sitzen bleiben, man darf nicht herumlaufen und ja, so werden die Regeln, wie sie halt dann sind, müssen wir genau einhalten, aber das werden wir machen. Es gelten die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht beim Betreten des Areals bis zur Einnahme des Sitzplatzes. Neben den Live-Übertragungen ist für die Zuseher ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. Für den Moment haben wir mal die Eröffnungsfeier. Da tritt man mit zwei DJs an, dass man ein bisschen quasi ein Warm-up hat. Im Zuge der Veranstaltung wird dann ein bisschen mehr kommen. Die Bundeshymne gesungen beim zweiten Österreich-Match durch einen Kinderchor zum Beispiel, eventuell was mit der Stadtkapelle noch, da sind wir noch in Verhandlung. Und bei den Kroatenspielen, nachdem die so ihre eigene Community in der Stadt haben, eventuell auch was mit kroatischer Musik hinterlegt, mit eventuell einem kleinen Gottesdienst etc. Am besten ist es, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Beim Sportstadion stehen nicht ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Das Ensemble des Theater Oberzeiring hat die Zeit des Lockdowns genutzt und gleich 5 neue Stücke geprobt. Endlich! Live-Theater darf nun wieder stattfinden und so fand am 1. Juni die erste Premiere Ein schwarzes Schäfchen statt. Monatelange Probenarbeiten und unzählige Durchläufe vor leeren Stühlen liegen hinter dem Ensemble des Theater Oberzeiring. Jetzt darf die Theobühne endlich wieder bespielt werden. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Maßnahmen. Natürlich waren diese Monate in Summe eine Herausforderung, weil wir haben 5 Stücke fertig geprobt in diesen Monaten jetzt, die jetzt dann alle peu à peu so bis in den Herbst hinein auch dann nachgeholt werden. Eines der 5 geprobten Stücke ist Ein schwarzes Schäfchen. Dessen Uraufführung war der Auftakt in die neue Spielsaison. Das war eine Idee von Gregor Schenker, der das Stück auch inszeniert hat, der den Stoff
kennengelernt hat als Film. Es gibt einen Film nämlich von Michael Verhoeven aus den 80er Jahren und er hat ihn gereizt, daraus ein Theaterstück zu machen. Und dann hat er sich daran gemacht und ich habe gesagt, ja, sobald es fertig ist, probieren wir es zu machen. Und heuer hat es Gott sei Dank geklappt. Im Stück geht es um die Schülerin Sonja. Ihre Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Sie ist ein Ausnahmetalent im Aufsatzschreiben und nimmt sogar an Wettbewerben teil. Die Sonja gewinnt einen Aufsatzwettbewerb, bekommt dann wieder die Gelegenheit, einen zu schreiben und beschäftigt sich dann mit der Vergangenheit ihrer Heimatstadt im Dritten Reich. Und niemand in dieser Stadt ist es recht, also den allerwenigsten, weil da jede Menge verduscht werden soll. Und sie kämpft da gegen Windmühlen bis zum Schluss und deckt einiges auf. Und man erfährt so über dieses Stück, wie einfach so eine Dynamik funktioniert in der Gesellschaft von Verduschung und Mitläufertum. Ob das jetzt die Nazizeit ist, wie in diesem Fall, oder etwas anderes, ist eigentlich gar nicht das Kernthema. Obwohl natürlich das ein Thema ist, das uns durch die Geschichte sehr beschäftigt. Es geht ganz sehr viel um Selbstcourage. Dass man seinen Weg geht, dass man sich nicht abbringen lässt, dass man sich nicht verbiegen lässt, dass man Courage hat auch und dass man auch durchaus, wenn es notwendig ist, da und dort Widerstand zeigt. Ab 16. Juni folgt das Stück Die Tanzstunde. Danach geht es ab 21. Juli weiter mit Bezahlt wird nicht. Was soll ich kochen? Eine Frage, auf die wir auch in dieser Ausgabe eine Antwort wissen. Currygeschnetzeltes, das ist unser aktueller Kochtipp. Mahlzeit! Heute kochen wir für Sie ein Currygeschnetzeltes von der Pute. Und dazu benötigen Sie 30 Decker Putenfilet, 20 Decker Mango, 1/8 Liter Kokosmilch, 1 Esslöffel Currypulver, ein kleines Stück Ingwerknolle, Chili, Salz, Sesamöl, Butter und 1 Esslöffel Mehl. Das Putenfilet in ca. 3x3 cm große Würfel schneiden. Die Ingwerknolle abschälen und in kleine Stücke schneiden. Die Mango ebenfalls schälen und zerkleinern. In einer Pfanne das Sesamöl erhitzen, das Fleisch salzen und rundum scharf anbraten. Mit etwas Mehl bestäuben und beiseite stellen. In der Pfanne Butter aufschäumen. Curry darüber streuen und mit Kokosmilch aufgießen. Tipp: Kokosmilch gibt dem Geschnetzelten einen exotischen Touch und ist gut bekömmlich für alle laktoseintoleranten Mägen. Die geschnittenen Mangos dazugeben, ebenso den Ingwer. Mit Chili würzen und ein wenig köcheln lassen. Danach das Fleisch einlegen und einige Minuten weiterköcheln lassen. Schmeckt hervorragend mit Basmati- oder Jasmin-Duftreis. Mahlzeit! "2021 wird nicht nur mein Jahr, sondern wird vor allem das Jahr von Mama zu Mama. Aus einem kleinen Frauennetzwerk ist ein richtiges Kraftwerk entstanden, wo ganz, ganz viel oststeirische Manpower dahinter steckt. Mit vielen coolen Projekten und Aktionen, die wir wieder umsetzen werden, wird die ganze Region profitieren. So ganz nach dem Motto, wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf. Großer Abverkauf beim Haushaltsparadies Casa Bugatti in Zeltweg. -25% auf das gesamte Sortiment. Gültig, solange der Vorrat reicht.
Casa Bugatti übersiedelt nach Spielberg. Gold, Silber und Kunsthandlung Iwiniak in Knittelfeld seit 1880. Sofort Bargeld für nicht mehr aktuellen oder kaputten Gold- und Silberschmuck, Bruchgold, Münzen, Tafelsilber und viele mehr. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. Terminvereinbarungen sind möglich. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Weiter geht es jetzt mit unseren Treffpunkt Murtal Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Studierende der FH Joanneum Bad Gleichenberg haben Projektideen für die neue Tourismusregion Murtal präsentiert. Die Aufgabenstellung war, ein Kundenbindungsprogramm für die Region zu entwickeln. Knapp 40 Studierende haben sich intensiv mit dem Murtal auseinandergesetzt und sich unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Besonderheiten Lösungen überlegt. 23 Gemeinden im Murtal und in Murau blühen auf. Mit Wiesensalbei, Wiesenmargerite und Co. geht die Aktion Wildblumen in die nächste Runde. Unter dem Motto Blühende und summende Steiermark findet die Aktion für den Erhalt der natürlichen Artenvielfalt statt. Denn Wildblumenwiesen sind nicht nur wunderschön, sondern sichern vielen wichtigen Insekten das Überleben. Liebe Kanal 3 Zuseher und Zuseherinnen, die Zeit ist auch schon wieder um und wir sind am Ende unseres Magazins Treffpunkt Murtal angelangt. Bleiben Sie dran, nach dem regionalen Infokanal folgt der nächste Programmpunkt. Sie wollen mehr erfahren? Dann finden Sie die Programmvorschau in der aktuellen Ausgabe der Woche und alles über Kanal 3 erfahren Sie auf der Website kanal3.tv. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut! Thank you.